Es wabert. So. Womit wir auf jeden Fall das hinkriegen, was man hinkriegen will. Wir kriegen Sharpness hoch. Wir kriegen die Effizienz hoch. Aber ich will jetzt noch nichts verzaubern, weil das alles noch zu zu teuer war. So. Ja gut. Baut sich ab. Scheiß drauf. So, das ist auf jeden Fall meine kleine Einöde. Und die Schaufel habe ich jetzt unten liegen lassen. Nee, dammit. Habe ich die reingeworfen? Geistige Umnachtung, nein, habe ich nicht. Aber Spinnenaugenbogen können wir da reinhauen. Da ist er. Oh, die Schaufel ist noch da. Das ist gut. So. Brauch ein bisschen Platz. Ja. Bambus fällt runter. Tut der das immer? Ja, eine coole Falle. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt ein bisschen Flint. War nicht das Verkehrteste. Ich das Sahne. Weil ich ja noch ein Portal vor mir habe. Also, was heißt vor mir habe, aber ich möchte ja gerne ein Netherportal haben. Und dadurch dieses Netherportal inzwischen, ja nicht immer so, auch diese Höllenviecher in meine Realität eindringen können, möchte ich es gerne ein wenig, naja, verstecken ist auch zu viel gesagt, aber David. So, ein wenig einbauen. Mal hier oben. Ist mir doch nicht. So, Löcher gestopft. Eine Fackel hier. Ach, was soll der Geiz? So, ich habe so viel Kohle. So viel Kohle habe ich, dass das vollkommen egal ist. So. Ach, der Amboss ist jetzt aber schon ein bisschen... Das, was ich sagte über Cobblestone, der irgendwo rumgammelt, ist ganz gut, wenn man den dann noch hat. So, und dann kann man hier so hoch und dann ist man hier so da. So, das kann noch weg. Und kann das Ganze hier noch ein wenig... ausleuchten. So. Gut. Dann bauen wir uns das nächste.
Ressourcen brauchen. Und ja, ich habe gesagt, ich mache es diese Folge nicht, aber ich komme nicht wirklich drum herum. Vor allem, wir müssen herausfinden, wie die hier aussehen. Ist ja ganz wichtig. Nee, ich sollte vielleicht vorher... So, genau. Ja, trotzdem aussehen, oder? Ein bisschen. Wir müssen es ja jetzt nicht übertreiben, aber ein bisschen nett darf es doch aussehen, meine Freunde. Oder? Ich hoffe. Okay. Nee, nee, nee. Ja, ich weiß, PvP-Situation, bla bla bla. Aber wir sind ja zum Glück nicht in einer wirklichen. So, das sieht doch aus wie eine Couch, die an der Decke hängt, oder? Würdet ihr das nicht auch so betrachten? Oder so sehen wollen? Dass es aussieht wie eine Couch, die an der Decke hängt. Gut. So. Von der Seite. Dass es geschützt ist. So. Ist klar. Der kann auch weg. So. Vorne noch immer schön mit dem Dirt. Ach, nee. Ich kann es nicht lassen. Es tut mir leid. Ich werde jetzt hier wohl doch sesshaft werden, oder? Ich, also ja, es wäre so viel toller von mir, wenn ich es nicht wieder getan hätte, aber es tut mir leid. Das ist einfach nur... Es ist so dritten. So. Ach, nee. Und bei 27. Ich muss die Folge zerschneiden. Ich hoffe, der AV-Sync bleibt diesmal. Also, dass der AV-Sync in Sync bleibt. So, und jetzt muss ich überlegen, wie das mit dem Portal war. War 3 hoch? 2? Im Boden? Nee, muss voll sein, ne? Also 4. So. Monster können immer noch keine. Ne, der Obsidian ist ja noch da. So. Wenn ich mich jetzt verbaue, dann werde ich... Ja, sieht jetzt aber nicht so aus, als ob es falsch wäre. So. Flint. Ach, hab 12 dabei. Geh aber in die Kiste. Flint und links ergibt ein Feuerzeug. So, hier. Zick. Zick. Es wabert. Genau.
So, das heißt, wir können in die Hölle. Wir können in die Hölle. Und ich würde sagen, mit diesem kleinen Teilerfolg, wir haben verzaubert, haben jetzt noch nicht so das Bombastische rausgekriegt, bis auf Protection 3. Und jetzt kriege ich mir eine Protection 3 Mütze oder irgendwas. Also ein bisschen Rüstung brauche ich, bevor ich in die Hölle gehe. 28, wer war hier noch? Ah, Rüstung machen wir noch. Oh, Rüstung geht doch noch, oder? Machen wir noch eine Rüstung hier. Wäre auch schlimm, wenn wir jetzt keine Rüstung machen würden. Nee, wie waren Schuhe? Das waren die Hosen. Wie waren Schuhe? So ein Helm. Ach so. So waren Schuhe. Immerhin eine Eisenrüstung. Jetzt könnte ich mir noch ein Diamantschwert machen. Sogar zwei. Und Sharpness 1 drauf. Aber das bringt's doch nicht. Sharpness 1. Wir bringen mir in die Hölle, um jetzt Level zu farmen. Ja. Das heißt, all der Kram, den ich hier, den ich da nicht brauchen werde. Schwerwassereimer brauche ich da bestimmt nicht. Noch ein Inventar. Wassereimer. Diamanten. Kohle. Die Kiste ist schon wieder voll. Ich glaub's ja nicht. Pfeile. Pfeile und Bogen. Theoretisch ja, brauche ich das alles, aber. Hier diese drei kaputten Bögen, also ernsthaft. Ey, wirklich. Verschwindet. Schwer. Obsidian brauche ich in der Höhle auch nicht. Gravel, ja, Gravel brauche ich ganz bestimmt. Öfen. Flint, ja. Falls mein Feuerzeug kaputt gehen würde, so den Amboss brauche ich auch nicht. Ich kann das ja jetzt erstmal hier so hier so Gravel 2 weg. Nee, die nehmen wir raus. Da ist besseres für. Und zwar können wir doch. Was werden sechs Platten? So. Kann jetzt hier schön hochlaufen. Kann auch schön drüber gucken. Das ist doch voll okay. So, die Platten und die Stufen, das brauchen wir alles nicht. Kabel nehmen wir uns mit. Kabel kann man immer gebrauchen. So. Kisten. Ich glaube, ich brauche noch eine Kiste. Es wird schon wieder, also. Ja, also ganz davon abgesehen, dass es jetzt echt langsam gefährlich wird, was ich hier tue. Jetzt wäre ich hier echt noch heimisch auf meine alten Tage.
Ich kann mich einfach nicht trennen. Noch ein fast kaputter Bogen. Tschüss. Das ist schön. Das dümpelt jetzt alles da unten rum und verschwindet irgendwas. So. Ein Bett haben wir noch. Ah. Ui. Eisen. 15 Eisen in die Kiste. Das war ein Cobblestone. Nein. Na, dort kann man mitnehmen. Irgendwas, was hier drin ist, was wir noch brauchen für die Hölle? Nee, eigentlich nicht. Gut, das heißt dann die nächsten Level aus der Hölle. Und wir haben jetzt hier aufgeräumt. Wohnen hier schon fast. Wir wohnen eigentlich gar nicht da. Wir haben zwar 3 Kisten, aber das ist vollkommen normal in einer PvP-Situation. Verdammte Scheiße. Und die Folge war auch schon wieder zu lang. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Was tust du nur? Was tust du nur? Bis dann. Bye, bye.